Der RZTV Adventskalender. Bei uns öffnet sich Türchen für Türchen, um in einer Vorweihnachtszeit ohne Weihnachtsmärkte und Bergparaden an bessere Tage voller Trubel in den erzgebirgischen Städten und Dörfern zu erinnern. Weihnachtsfeiern verschönern das Warten auf die Feiertage. Weihnachten im Gebirg, hieß es in Breitenbrunn am 9. Dezember 2017. Das Programm wurde in der Turnhalle an der Goethe-Oberschule von Menschen aller Altersgruppen aus dem ganzen Ort gestaltet. Ein Höhepunkt der Veranstaltung vor 4 Jahren war die Präsentation eines deutsch-tschechischen Märchenbuches. Besonders emotional wurde es, als Bürgermeister Ralf Fischer 4 Frauen und Männer zu einer Bürgerehrung auf die Bühne rief.